Backmomente.de präsentiert. Den Podcast zur Backshow Selbstgebacken. Leckere Rezepte von Deutschlands beliebtesten Markenmehlen Aurora, Diamant, Rosenmehl und Goldpuder. Dein leckerer Nachtisch zur aktuellen Videofolge mit mir, Konditoren-Weltmeisterin Andrea Schirmer-Huber und der Hobbybäckerin und Ernährungsexpertin Elisa Frei. Freu dich auf eine extra Portion Backanekdoten, weltmeisterliche Tipps und mehr rund um unsere Klassiker-Rezepte. Heute, jetzt geht's rund, wir backen eine Erdbeer-Biskuitrolle. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder in unserem Podcast Selbstgebacken reinhört. Ich begrüße euch erneut zu unserem Kaffeeklatsch nach der Backshow Selbstgebacken und freue mich sehr, dass auch du, Elisa, wieder dabei bist. Hallo, liebe Hobbybäckerinnen und Hobbybäcker. Ja, auch ich habe mich natürlich riesig auf unsere Backshow heute gefreut, denn heute haben wir eine leckere und frische Biskuitrolle gebacken mit Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren in wirklich jeglicher Form und ich freue mich jedes Jahr auf die Erdbeersaison. Jetzt beginnt wieder die Zeit, in der wir mit vielen saisonalen Früchten leckere Backklassiker backen können. Ja, der Sommer steht vor der Tür und ich glaube, da freuen wir uns alle drauf, weil Sommer ist Beerenzeit und besonders die Erdbeere, die Aber Königin hallo. Der Früchte, würde ich sagen, oder? Sagt man auch so. Ja, genau. Also ich kenne es auch tatsächlich so, die Königin der Beeren oder die Herzogin der Beeren, sagen auch manche. Tatsächlich ist es aber so, dass die Erdbeere gar keine echte Beere ist, botanisch gesehen. Ah, jetzt kommst nämlich, du. Ja, der Schlaumeier. Ja, tatsächlich ist es aber so, botanisch gesehen gehört die Erdbeere nicht zu den Beeren, sondern zur Sammelfrucht. Weißt du auch warum? Ich warte ab. Ja, man nennt sie die Sammelfrucht, weil im Endeffekt ist die Erdbeere quasi, hat... Du willst sagen, jetzt weiß ich, es ist ähnlich wie die Ananas. Jede ist nicht eine Beere, sondern viele kleine Beeren. Jeder Samen genau. auf der Erdbeere ist eine einzelne Beere. Ha. So sieht's aus, ganz genau, ja. Ich kam jetzt gerade nicht so ganz, wie ich das gut formuliere, aber genau so ist es. Ja, und wem im Sommer ganz langweilig ist, der kann wirklich diese kleinen Samenkörner da runternehmen, auf einer Küchenrolle trocknen und er hat Erdbeersamen fürs nächste Jahr. Aber ich spare mir das, ich esse die so. Wo isst du sie denn dann? Also wo hast du dann schon fertige Erdbeeren im Garten oder... Also ganz ehrlich, ich habe einen grünen Daumen, aber die Erdbeeren werden bei mir im Garten nichts. Ich kann alles anbauen, aber die mögen mich nicht. Wie ist es bei dir? Ja, ich habe ja leider keinen eigenen Garten. Das heißt, bei mir gibt's den Balkon. Da habe ich mich tatsächlich noch nicht an der Erdbeere versucht, weil ich weiß auch, sobald ich nach Hause fahre zu meinem Papa im Garten, kann ich da einfach frische Erdbeeren pflücken. Das ist tatsächlich auch bei mir eine Kindheitserinnerung. Also früher, wenn ich im Sommer rausgegangen bin oder im Frühling und die ersten Erdbeeren kamen, dann war ich die Erste, die am Erdbeerstrauch war und alle abgepflückt hat und direkt vernascht hat. Also die, die jetzt keinen Garten haben, machen es wie die meisten, gehen auf ein Erdbeerfeld. Bei uns ist es so, der Papa geht nicht mit den Händen, der hasst es wirklich. Als Kind musste der kübelweise Erdbeeren pflücken, typisch schwäbisch, viel einmachen, so viel wie es geht fürs Geld. Und meine Kinder, das mache nur ich. Ich nehme die Kinder, aber wir haben eine Besonderheit. Ich habe eine Kühlbox da dabei und da habe ich so 300 Gramm geschlagene Sahne dabei, weil du darfst ja auf dem Erdbeerfeld so viel essen, wie du willst. Dann essen wir zuerst so viel Erdbeeren mit Sahne, wie geht und dann pflücken wir. Weil wir müssen die Schale ja leer essen, weil auch die brauchen wir zum Pflücken. Ja, unbedingt. Ja, also tatsächlich kenne ich das auch. Bei uns gibt's auch in der Gegend Felder halt zum Selbstpflücken. Und ich liebe das. Also bei uns gibt's dann keine Sahne, ist aber ein guter Tipp. Werde ich mir auf jeden Fall merken, wenn ich das nächste Mal mit meinem Nichten aufs Erdbeerfeld gehe. Und ja, das Schöne daran ist wirklich, ich kann halt zwischendurch kosten und naschen. Und was hast du heute noch in der Show erzählt? Man sollte auf das Feld nicht unbedingt gehen, wenn es den Tag vorher geregnet hat. Ja, man kann die Erdbeere wie so einen Schwamm nehmen, die saugt dieses Wasser in sich auf und dann hast du eine feuerrote Erdbeere und sagst, die schmeckt total wässrig, das ist überhaupt nicht gut. Also wirklich sagen, dass davor ein schöner, warmer Tag war, Hauptsache es hat nicht geregnet und die ist wirklich aromareicher. Ja. Und es gibt ja ganz viele Sorten, also die beste Erdbeere ist eine alte Sorte, die heißt Mieze Schindler.
Also mal merken, wenn man mal zu dem Obsthändler seines Vertrauens kommt, die kaufen. Das ist mit die aromareichste. Aber ganz verrückt, es werden, gibt ja jetzt ganz viel Kreuzungen, die schon gezüchtet werden. Man sieht manchmal schon ganz kleine, die sind ganz klein, gelblich, Ananas-Erdbeeren. Die wurden wirklich gekreuzt. Also auch mal sagen, sowas kaufen, ausprobieren. Es ist sehr, sehr spannend. Klar, mit dem macht man jetzt keinen ganzen Kuchen. Ja. Oder tut sie normale Erdbeere auch, aber wirklich mal einfach mal sowas ausprobieren. Klingt auf jeden Fall exotisch. Haben die dann auch so eine leichte Ananasnote? Ja. Wow. Apropos ausprobieren. Wir haben ausprobiert, die perfekte Biskuitrolle zu machen. So sieht's aus. Auf jeden Fall am Ende war sie für mich mal wieder ein absolutes Kunstwerk. Und die Erdbeere, die war für mich das Highlight in der Biskuitrolle, aber wir haben gesagt, wer jetzt eine Erdbeerallergie hat, der kann natürlich auch jede andere Beere oder andere Früchte hernehmen, die er am liebsten mag. Pfirsich geht zum Beispiel im Sommer auch super oder auch Ananas. Oder auch Dosenfrüchte, aber wir fangen mal bei A an, ja. Unserem Teig, wir sind ja noch gar nicht so weit. Am Anfang haben wir ja eine 2-Kessel-Masse gemacht. Das hört sich für viele total schwierig an. Man könnte auch sagen 2-Schüssel-Masse. Heißt, ja. Man beim Eiertrennen am besten schon in diese Schüssel trennen, die ich auch hernehme, brauche ich weniger abwaschen. Ja. Und wir haben ja brav getrennt, ging ja alles super. Und natürlich als erstes haben wir das Eiweiß mit einer Prise Salz aufgeschlagen. Dann geht's ein bisschen schneller. Und du hattest ja einen sensationellen Tipp dazu. Ja, das ist ja so ein klassischer Hausfrauentipp, den ich einfach schon ganz lange kenne. Dass man halt wirklich das Ei Schnee zuerst aufschlägt, weil dann kann ich mit dem gleichen Schneebesen, den brauche ich nicht vorher abwaschen, dann kann ich damit auch das Ei gelb schlagen, weil wenn ich das nicht, also wenn ich jetzt erst das Ei gelb machen würde, würde den Schneebesen nicht säubern und dann versuchen, den Ei Schnee aufzuschlagen, also das Eiweiß, dann funktioniert das leider nicht, weil da, um das Eiweiß richtig aufzuschlagen, muss es tatsächlich ganz sauber sein. Also es darf wirklich nur Eiweiß drin sein. Richtig, aber wir haben das ja wirklich alles perfekt aufgeschlagen. Ich fand es so schön, man sieht immer, wie sich das Volumen verändert, von glibberig, sage ich mal so schön, zu fluffig oder auch beim Eigelb hast du gesehen, das ist so eine ganz schöne hellgelbe Farbe. Und dann wurde jetzt Handarbeit gefordert. Also wirklich nicht viele machen den Fehler. Die lassen in der Maschine aus Faulheit, geben die den Eischnee ins Eigelb und rühren dann einfach mit der Maschine mal um. Aber was eigentlich totaler Schwachsinn ist, weil du versuchst ja erstmal Volumen zu machen und dann machst du es wieder kaputt. Wir haben es perfekt gemacht, haben nach und nach das Eiweiß zugegeben, untergehoben. Und dann blieb alle Luft noch drin. Das heißt, wir hatten eine richtig schön fluffige Masse. Und dann kam unser Mehl zum Einsatz. Wir haben ja heute ein ganz spezielles Mehl verwendet, nämlich das Instant-Mehl von Diamant. Ich weiß, du hast das ganz besonders ausgewählt, weil man das gerade für Biskuitteige am besten hernimmt. Genau. Warum nochmal genau? Es ist ein doppelgriffiges Mehl. Also da kann man sagen, es ist zwischen dem normalen Haushaltsmehl, 405, und Grieß. Das ist so dazwischen. Man sieht es auch, oder man hat es auch gut gesehen, wie wir es aus der Packung rausgestreut haben, schon beim Wiegen, dass es eine ganz andere Struktur hat. Es ist locker und rieselfähig. Also das sieht man wirklich. Und das ist halt das Perfekte daran. Und bei uns in Bayern nennt man es Wiener Griesler. Das ist bei uns ein gesetztes Wort. Da weiß jeder, was du meinst. Und das haben wir dann untergehoben. Genau. Und da hast du auch gesagt, ne, auch hier wieder wichtig, da auch ist die Handarbeit gefragt, das auch wieder leicht unterheben. Ne? Ich habe dir das ja so nach und nach zugegeben. Und das Tolle an dem Mehl auch tatsächlich speziell ist, wenn wir es unterheben, dass überhaupt gar keine Klumpen entstehen. Ne? Das hat man ja schnell mal, wenn man das Mehl unterhebt unter die Schneemasse oder die Eimasse, dann können Klümpchen entstehen? Da war das Mehl auf jeden Fall genau das Ideale. Und gerade bei flüssigen Teigen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Waffelteig hast oder einen Pfannkuchenteig, da hast du ja schnell mal so Mehlnestchen drin und ärgerst dich. Also das ist wirklich perfekt. Ja. Also
definitiv. Bei uns in Bayern, Alfons Schubeck nimmt ja nur Wiener Griesler her. Der kennt gar kein anderes Mehl, der macht alles damit. Backen heißt bei dem Wiener Griesler, ist wirklich ganz lustig, der backt alles damit, egal was. Ja, ich kann es verstehen, weil ich war heute echt begeistert von diesem Instant-Mehl. Und unser Biskuitteig war locker fluffig und Biskuitteig braucht man ja nicht nur für unsere Biskuitrolle, sondern es ist so ein Teig, den man, da kann man irgendwie ganz viele Dinge draus machen. Den brauchst du immer. Du kannst einen Biskuitboden backen. Du kannst ihn in eine flache Schicht backen, die du in eine Schnitte reingibst. Du kannst alles damit machen. Für Torten ist es die Basis. Also das ist so ein Allrounder, den man einfach immer können sollte. Was witzig ist, an Biskuitböden trauen sich viele hin und die Biskuitroulade, ich sag immer Roulade, bei uns in der Fachsprache nennt man es wirklich Biskuitroulade. Ja, ich kenn's es als ist Rolle. Die Biskuitrolle. Mhm. Da haben viele Angst davor und die haben wir ja heute gesagt, wir zeigen euch, wie es geht und haben das auch bewiesen, es geht, weil es ist ja nur ein großes Geheimnis, aufstreichen, möglichst gleichmäßig und nicht mit so viel Bewegung. Also ich kenne bei Hausfrauen, die wischen da 10-mal hin und her und die wird immer dünner und flacher und dann wird sie natürlich auch knuspriger, weil dann haut das auch mit der Backzeit nicht mehr hin. Sondern wirklich, du hast es ja super gemacht, in großen, langen, ja, wie soll man sagen? Ja, Zügen. Zügen. Lange Züge haben wir gemacht. Genau. Ja, unter deiner Anleitung, wie gesagt, ich kenne das tatsächlich, ne? Ich mach ein bisschen Wischiwaschi. Genau. Und bei mir ist dann genau das Problem auch, einerseits wird er an manchen Stellen zu dünn und an manchen Stellen dann zu dick dadurch. Und man hat im Endeffekt nicht so eine schöne Ebene. Also es wird so uneben. Und so wie du mich heute angeleitet hast, also ich habe ja gesagt, Übung macht die Meisterin, aber es hat auf jeden Fall schon beim ersten Mal ja hervorragend geklappt. Ja, du hast auch das Blech während dem Aufstreichen gedreht. Also ich kriege mit 4 Zügen, kriege ich es aufgestrichen, weil ich streiche von jeder Kante zu jeder Kante und fertig. Und jetzt das große Wichtige daran, kurz und heiß backen. Also für viele, wir haben auf 200 Grad gebacken. Ich kenne viele, die backen sogar auf 220, noch heißer. Und kurz, wir haben 8 bis 10 Minuten. Und das A und O ist keine Umluft. Das macht viel zu trocken. Das ist wirklich was, wo du sagst, da versaust es dir auch. Und Ober-Unterhitze, klar, wenn ich jetzt mal mehrere Rollen brauche, dann muss ich halt nach und nach backen. Es hilft halt nichts. Ja. Ja, also ich bin der absolute Heißluftbacker. Ich glaube, das ist auch genau das Problem gewesen dann manchmal, dass die dann zu trocken wird und dann ist sie nicht mehr in der Handhabung. Ne? Dann ist der Teig nicht mehr richtig so stabil. Ne? Ja. Also dann hat man schneller das Problem, dass er reißt. Ich habe heute wieder dann, als wir dann nach 8 Minuten reingeschaut haben, die Stäbchenprobe, du weißt, ich muss sie immer noch mal machen. Aber bei dem Teig, muss ich ganz ehrlich sagen, du hast mir das ja konkret gezeigt, ne? Ich drücke drauf und es ist bei dem Biskuitteig wirklich so, der ist so fluffig gewesen, wie so ein Schwamm. Und ich habe das wirklich auch selber gesehen. Also ich würde mich beim nächsten Mal vielleicht sogar mir das selber zutrauen, ohne die Stäbchenprobe zu machen, wirklich draufdrücken. Und wenn der so zurückspringt, sagst du ja immer, dann ist er fertig. Und das A und O, normalerweise ist man gewöhnt, man schiebt den Kuchen in den Ofen und ist mal für eine Stunde weg. Mhm. Hier ist wirklich in der Küche bleiben, dabei bleiben, diese 8 Minuten. Meistens rentiert sich das, in der Zeit kann man seine ganzen Sachen in die Geschirrspülmaschine verräumen. Also ich empfehle wirklich nicht rausgehen und alleine zu lassen, weil oft siehst du eben zwischen 8 und 10 Minuten, kann es mal ganz schnell knusprig werden. Und wir haben es perfekt raus und wichtig, sofort vom heißen Blech runter. Ja. Und das gilt auch, wenn du zum Beispiel auch eine flachen Biskuit brauchst, so einen dünnen, also nicht eingerollt. Viele stellen das hin und sagen, der kühlt so aus. Immer, egal ob eingerollt oder ich brauche eine Fläche für eine Schnitte zum Beispiel, immer vom Backblech runterziehen, weil das ist heiß und diese dünne Schicht würde nachgaren und dann ist es trocken. Ja, eigentlich total logisch, ne, dass das heiße Blech da einfach noch nachgart. Aber ohne deinen Tipp tatsächlich, sowas habe ich manchmal dann einfach nicht im Kopf. Ne? Da brauche ich dann doch nochmal die Profibäckerin an meiner Seite, die mich auf sowas hinweist.
Ja, und dann habe ich mein rotes Tuch gezogen. Mhm. Hier natürlich ein sauberes Geschirrhandtuch, am besten ohne parfümierten Weichspüler. Das ist auch ganz gut, weil man da drin ein Lebensmittel hat. Und Zucker hat jeder zu Hause. Den streut man da drauf, dann bappt das Ganze nicht an. Ja, also von dem Tipp war ich total begeistert, weil das habe ich noch nie gemacht tatsächlich. Aber also den Zucker, hast du gesagt, geben wir auf das Tuch drauf, damit der Biskuitboden nicht am Tuch kleben bleibt quasi. Genau, ne? Genau. Mhm. Und das, dann hast du mir den schnell da drauf gegeben. Und viele haben da schon Probleme beim Papier abziehen, dass es da dran kleben bleibt. Also eigentlich kannst du es mit der Hand schön abziehen, halt langsam. Manche reißen darunter, das ist schon ein Fehler. Wir haben ein Lineal genommen und haben das quasi gegen das Papier leicht angedrückt und dann ganz langsam runtergezogen. Und so ging das Papier ganz gut ab. Es gibt auch die Möglichkeit, total, manche besprühen das mit Wasser und dann kannst du es auch runterziehen. Ja, das war auf jeden Fall auch ein guter Tipp. Auch da habe ich manchmal Probleme und dann reißt er dir leider schon quasi, wenn du jetzt nur das Backpapier abziehst. Ich durfte dann einrollen, für mich das erste Mal. Also jetzt erzähl, wie hast du dich wirklich dabei gefühlt? Also tatsächlich, mit dir an meiner Seite fühle ich mich sowieso immer sehr sicher, aber ich habe das ja auch schon, wie gesagt, allein dadurch, dass ich diese Fingerprobe gemacht habe, ne, wie der Teig zurückspringt und ich gesehen habe, der hat wirklich eine gute Stabilität, hatte ich jetzt wirklich das Gefühl, ich muss jetzt nicht total vorsichtig sein, klar, ne, schön langsam einfallen. Der Anfang ist wichtig, ja. Genau, aber ansonsten, spätestens als er dann komplett eingerollt war, also das ist, dann kannst du ihn ja super auch einfach beiseite legen, ne? Der ist dann gut eingepackt und man hat nicht die Sorge, dass er jetzt irgendwie noch reißt oder sonst etwas. Genau, und da ist es wirklich so, der ist ja so dünn, auch durch das Backpapier abziehen, das Einrollen kühlt der ja in der Zeit auch schon und der ist ja wesentlich dünner als jetzt so ein riesen Tortenboden. Mhm. Und ja, die Zeit haben wir genutzt und haben eine super leckere Erdbeersahne da reingemacht. Ja, die war mega lecker. Da ging's ja los mit Gelatine. Mhm. Und da haben ja viele Angst davor, weil die sagen, ah, oh, das gelingt mir nicht. Du hast auch gesagt, du kriegst da manchmal so Schlieren rein und Fäden. Da ich persönlich keinen Sahnesteif mache, ich mag diesen Geschmack nicht, arbeite ich gern mit Gelatine. Und eigentlich ist ganz einfach, man nimmt eiskaltes Wasser, das ist ganz, ganz wichtig, und gibt nach und nach die Gelatine rein. Mhm. Und die vervierfacht sich dann. Also die hat die Zeit und die zieht es dann wirklich auf. Ja, man hat ja richtig gesehen, ne? Die Blätter sind ja wirklich viel, viel größer geworden. Und du hast es dann ausgewrungen quasi, ne? Einfach mit der Hand, als wir haben sie 10 Minuten ungefähr, haben wir es stehen gelassen. Genau. Die Gelatine. Und dann hast du sie im Topf, das in Sekundenschnelle, einmal ganz kurz erhitzt und flüssig gemacht. In der Zwischenzeit, als wir. Da war doch noch was. Du bist so begeistert von der Gelatine und hast einfach vergessen, wir müssen noch ein bisschen was schneiden und zusammenrühren und aufschlagen. Also wir spulen nochmal zurück. Okay, die Gelatine habe ich eingeweicht. Man kann natürlich auch Agar-Agar nehmen. Dann kann man Agar-Agar nehmen, wie bei dir, wenn du sagst, okay, ich möchte kein tierisches Produkt haben. Ja. Und da einfach auf die Packungsanleitung schauen. Oder was du jetzt gesagt hattest, scheinbar geht's auch mit Sahne steif. Ordentlich. Ja, das schmeckt nicht so. Schmeckt nicht so? Ja, schmeckt nicht gut. Du hast immer die muss ja irgendwie gebunden werden durch Stärke und es ist nicht schön. Deswegen zeigen wir es, wie es anders geht. Dann kam der große Moment, ich durfte endlich in eine Erdbeere beißen. Ja. So, das war der entscheidende Moment und festgestellt, die Erdbeeren waren super lecker, saftig, süß und ein Träumchen. Fand ich auch. Mega aromatisch, richtig gut. Und die haben wir dann in kleine Stückchen geschnitten. Auch da, ne, man ist ja so ein bisschen Geschmackssache. Man kann sie in ganz kleine Stückchen schneiden. Dann geht's ja meist beim Rollen später richtig, dann ein bisschen besser. Leichter. Wenn ich die gröber schneide, dann habe ich ein bisschen mehr uneben dann in der Masse. Aber auch das kann natürlich schön sein, weil dann habe ich große Stückchen Erdbeeren dann beim Verkosten und dann beiß ich so ein Stück, großes also Stück. Also da kann man sich wirklich spielen und für ein Dekor ein paar auf die Seite packen. Ja. Und
später schneiden. Dann ging's relativ zackig. Du hast die Sahne geschlagen und ich empfehle immer, eine Konditorsahne zu kaufen. Die hat über 32% Fett. Ansonsten halt eine normale Sahne kaufen. Die hat ja 30%, wenn man jetzt keine andere kriegt. Die schön kalt. Und du hast ja perfekt gemacht. Hast was kalt gestellt? Die Schüssel, in der wir die Sahne aufgeschlagen haben und die Rührstäbe. Das war ja schon mal ein Tipp, den ich von dir bekommen habe und den setze ich jetzt ab sofort natürlich auch immer um. Und damit klappt's einfach hervorragend. Also ging zack, zack, zack. Genau. Und die Sahne war richtig schön steif. Und dann war es ja eigentlich nur noch ein Kinderspiel. Wir haben Schneebesen gebraucht, haben einmal die restlichen Zutaten wie Joghurt, Puderzucker genommen, weil der sich schneller auflöst. Also der löst sich ja sofort. Du hast keine Kristalle drin. Stimmt. Dann hat man noch ein Limettchen. Und Bonbon-Vanillezucker haben wir. Bisschen haben wir auch bei Bonbon-Vanillezucker reingemacht. Das hat man auch geschmeckt. Also das gibt eine tolle Note nochmal. Und dann ging es an die Gelatine wieder. Jetzt sind wir da, ja schon ein bisschen wo du so verraten. Begeistert warst. Ich habe sie ausgedrückt, aufgelöst, auch hier dabei stehen bleiben. Das sind wirklich keine 10 Sekunden. Dann ist es quasi einmal geschmolzen, aufgeweicht, weil, wie gesagt, würde ich die kochen, würde die Bindung verloren gehen. Also man kann die nicht einfach so stehen lassen. Also außerdem, das brennt einen in einer halben Minute brennt das alles an. Und dann haben wir das, wo viele ein Problem haben, weil die schütten die Gelatine einfach in die kalte Masse reinrühren und dann zieht's Fäden und hat Glümpchen. Jetzt das A und O. Gut aufgepasst, die Ohren gespitzt. Wir müssen es angleichen. Wir haben einen Teil warm und einen Teil kalt. Also unsere Joghurtmasse ist doch dazu im Gegensatz relativ kalt. Und einfach löffelweise nach und nach das in die Gelatine reinrühren. Die Gelatine wird immer kühler. Und so gleiche ich das an. Und wenn ich das Gefühl habe und sage, boah, das müsste jetzt sauber runtergekühlt sein, ob du jetzt 4 oder 6 Löffel reintust, das ist total wurscht. Lieber ein zu viel, auf Nummer sicher gehen und dann den runtergekühlten Teil in die andere Schüssel, in die Joghurtmasse unterrühren. Ja, und so hat's wirklich perfekt geklappt. Bei mir ist tatsächlich das Thema, genau diesen Tipp kannte ich nicht. Ich habe die Gelatine direkt in die kalte Masse reingegeben und dann hatte ich halt Fäden und Schlieren und ja, die Masse war halt nicht so eine schöne, homogene, cremige Masse, wie wir sie heute hatten. Ja, und dann ging's ja rucki zucki. Wir haben die geschlagene Sahne untergehoben, dann unsere Erdbeeren untergehoben und dann hast du dir schon wieder die Palette geschnappt und... Und aufgestrichen. Ja, tatsächlich, auch das, ich habe gern gesagt, Übung macht die Meisterin. Ich konnte es schon ein bisschen besser als beim Biskuitteig, würde ich sagen. Wichtig war noch, du hast gesagt, die obere Seite vom Biskuitteig so etwa 2 bis 3 Zentimeter freilassen, weil ich ja quasi durchs Rollen rückt die Creme ja so ein bisschen vor. Genau. Ne? Genau, das war wichtig und ich durfte dann ja auch rollen. Ich war anfangs ein bisschen nervös, aber ich habe gemerkt, es war eigentlich ein Kinderspiel. Ja, aber apropos Rollen, weißt du noch, wie wir die Biskuitroulade ausgerollt haben? Die Spannung? Also da war ja wirklich so, wir haben das genommen und das ist ja der Moment, wo ich auch bei mir in der Konditorei immer sag, also selbst bei mir kannst du mal so einen Riss drin haben, wo man ausgerollt hat und jeder Zentimeter sah immer besser aus, besser. Und natürlich hinten, ich sag immer, diese Welle, die darf man ja nicht runterbiegen. Manche drücken die extra runter, ja nicht machen, sondern diese Welle kann bestehen bleiben. Ich kann da meine Creme da hinschmieren. Und die war für mich auch total hilfreich, dass wir diese Welle quasi stehen gelassen haben zum Rollen. Also weil das ist ja im Endeffekt, habe ich direkt den Anfang schon genau. Von der Rolle. Du hast den Anfang von der Rolle und nehmen wir mal an, du rollst es auf und hast so ein kleineres. Das ist nicht schlimm. Du kannst trotzdem deine Creme reinfüllen, das Ganze dann einrollen und du machst es ja außen, verzierst du es ja eh mit Sahne. Ja, genau. Hast du jetzt aber wirklich, weil sie wirklich ein bisschen zu fest gebacken wurde, zu lang, das Ding ist jetzt einfach nur rissig und du kriegst nicht zusammen, dann holt man schnell ein paar schöne Schälchen oder Gläser und macht da draußen Dessert. Die Sahne ist ja schon fertig gemacht, dann streust du unten ein bisschen Biskuit in die Gläserchen rein, füllst die Sahne drauf und oben ein bisschen dekorieren. Also auf keinen Fall wegschmeißen, ja. Dafür sind Lebensmittel viel zu schade, die Arbeit und es schmeckt ja trotzdem. Ja.
Also bei uns war es perfekt. Wir haben unsere eingerollt. Dann habe ich nochmal gezeigt, dass man das Backpapier drüber schlägt und nochmal, um eine runde Roulade zu kriegen, mit dem Lineal nochmal ranzieht und dann kühl stellt. Ja, also auch den Tipp kannte ich nicht. Wie gesagt, bei mir wird die Rolle dann halt eher so oval. Und ja, durch den Tipp, ne, wir haben es ja dann quasi, du hast es gezeigt, es war ja quasi ein, zwei Handgriffe. Und in dem Zustand sie dann wirklich halt kalt stellen. Und da ist wichtig, mindestens 3 Stunden, im Idealfall, wie wir es jetzt gemacht haben, über Nacht, weil dann ist sie richtig schön durchgekühlt und fest. Ja, also über Nacht finde ich immer ideal, weil dann weiß man, der steht wie ein Einser. Wir haben sie dann rausgeholt und ausgepackt und wir haben noch ein bisschen Sahne übrig gehabt und haben die eingestrichen. Also da muss man auch nicht so exakt einstreichen können. Ich habe es ein bisschen in so einer Wellenform. Das sieht auch ganz hübsch aus. Dann habe ich die restliche Sahne mir in einen Spritzbeutel gepackt mit einer Sternhülle, habe da oben so eine kleine Spirale drauf dressiert und dann hast du schon dekoriert. Genau, ich durfte die Erdbeeren schneiden, Strunk habe ich abgeschnitten, weil man sagt ja beim Dekorieren immer alles, was, also sollte immer essbar sein. Von daher das Grün der Erdbeeren abgefittelt und dann haben wir die wie so kleine Krönchen versetzt aufgesetzt und fürs Grün hat dann die Minze. Ist dann die Minze ins Spiel gekommen. Ja, und dann war sie da. Unsere fruchtig leckere Erdbeer-Biskuit-Rolle. Ein wahres Kunstwerk. Traumhaft. Und eigentlich geht's total schnell. Ja. Und ist auch super einfach. Und dann habe ich mich gefreut, die anzuschneiden. Hier ein großes Messer und man schneidet so 2 Zentimeter dicke Scheiben runter. Soll ja ähnlich wie ein Kuchenstück, soll man da auch ein schönes Stückchen haben. Und das Probieren hat mir dann echt viel Spaß gemacht, weil ich habe im Anschnitt schon gesehen, der Teig ist super fluffig, wie ich sage mal, wie so ein Badeschwamm ist. Ja, genau. Schön luftig, eine schöne Struktur, ganz soft, eben keine Mehlnestchen drin. Und man hat diese Spirale von dieser Rolle perfekt gesehen. Und wir hatten, das war ja so ein bisschen, wo man dachte, boah, hoffentlich sind die Erdbeeren nicht alle auf einer Seite. Ja, die waren wirklich drin verteilt. Und dann kam der Genussmoment. Ja, absolut. Also die Creme war auch wirklich richtig schön cremig. Also ich hatte so das Gefühl, manchmal hat man zu viel Gelatine, dann wird die so stichfest. Bei uns war es so eine richtig schöne Creme. Man hat die Limette rausgeschmeckt. Wir hatten tolle Erdbeerstückchen drin. Es war einfach ein Traum. Es war so ein Sommerfeeling. Und wie gesagt, wenn man diese Roulade machen möchte, also diese Rolle, und sagt, ich habe jetzt keine Erdbeeren, Erdbeerfeld ist zu. Es ist so ein Basisrezept, wo ich jede Frucht nehmen kann. Und wenn man wirklich sagt, ich will es noch einen Ticken süßer und möchte da drin noch so rote Schlieren haben, dann kann man Form zusammenrollen, ein bisschen Erdbeermarmelade hat ja jeder zu Hause, draufgeben. Und wer ganz faul ist, wirklich ganz voll, wer die ganz schnell essen will, der rollt die einfach ein, stellt die kühl, nimmt den Puderzucker einmal drüber und essen. So machen es ja die meisten. Also wir haben ja die Form, die ist gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben für unsere Liebsten gebacken. Es soll sehr, sehr schön aussehen. Ja. Aber ganz ehrlich, zu Hause, meine würden schon quengeln. Da kam Puderzucker drauf und wieder schauen. Also dann kann man sich das auch sparen und ganz schnell genießen. Ja, und beim Verkosten, also ich habe mich ja wahnsinnig auf diesen Moment gefreut. Und auch da hat man es wirklich geschmeckt, wie locker leicht der Biskuitteig geworden ist. Und halt diese Cremigkeit der Creme, die Limette kam toll durch, die schönen Erdbeeren. Also ich war absolut begeistert. Und ich muss sagen, ich bin auch richtig froh, dass wir sie auch zu einem solchen Hingucker gemacht haben, weil ich sie ja zu meiner Freundin mitnehmen möchte. Und ich weiß, damit werde ich sie auf jeden Fall sehr, sehr beeindrucken. Oh ja, dann lasst es euch richtig gut schmecken. Ja, das werden wir. Hoffentlich habt ihr auch genauso viel Freude beim selber Backen einer leckeren Biskuitrolle wie wir.
Elisa und ich werden noch unser Stück aufessen und ein paar Erdbeeren dazu. Euch eine leckere Zeit und viel Spaß beim Nachbacken. Ja, wenn ihr Lust auf mehr Rezepte zum Selberbacken bekommen habt, dann stöbert gerne durch die Backmomente-Seiten auf Instagram, Facebook, Pinterest oder geht direkt auf backmomente.de/selbstgebacken. Der Podcast wird präsentiert von Deutschlands beliebtesten Markenmehlen Aurora, Diamant, Rosenmehl und Goldpuder. Und wer gar nichts mehr verpassen will, kann natürlich auf Nummer sicher gehen und unseren Backmomente-Newsletter abonnieren.